Hallöchen. Ja, nein, es geht nicht um, wie mache ich jetzt hier Platinen. Wie das funktioniert, weiß ich. Es geht hier jetzt um eine Platine, nicht speziell um die, sondern als, das ist jetzt nur als Beispiel gedacht. Weil ich sowas nicht selber machen kann, muss ich mir sowas fertigen lassen. Allein wegen den Durchkontaktierungen hier, weil das zu eng gestrickt ist. Hier sind die Leiterbahnabstände relativ eng auf der B-Seite. Das kriege ich nicht selber hin. Da müsste ich fertigen lassen. Es geht aber nicht um die Platine, es geht um vier andere Platinen, die ich euch jetzt nicht zeigen werde. Und ich habe bei PCBW mal geguckt, es sind vier verschiedene. Minimum sind hier fünf Stück. Zwei Layer brauche ich. Rest bla bla habe ich jetzt nur so gelassen. Eine davon ist um die 150 oder größer. Ein Millimeter in eine Richtung. Und kommen wir schon auf einen Totalpreis von ungefähr 68 Euro. Und Versand ist jetzt hier DHL, 3 bis 5 Tage. Okay. FedEx weiß ich nicht. Ich könnte mir hier mit dem PCBW Express, was auch immer das ist, arrangieren. 14 bis 16 Tage. Aber China Post, das ist mir zu teuer. Naja, nicht zu teuer, aber zu lange. Da kommt ja erst im Dezember irgendwo an oder nächstes Jahr. Und das ist mir zu lang. Und soll ich mal fragen, habt ihr noch eine anderen Leiterplattenhersteller, wo ich mal gucken kann? Der wird hier immer irgendwo beworben in den ganzen Videos. Gut und schön, aber nicht für mich geeignet, weil von den Preisen hier, da kann ich das, was ich vorhabe, selber zu machen und Videos drüber zu machen, dann auch komplett fertig mit allen Teilen drauf und gelötet und, schon fast für den Preis komplett alles kaufen. Vielleicht ein bisschen teurer. Aber wenn ich das jetzt hier mache und das die ganzen Teile kaufe, komme ich bis auf zu 200 Euro. Ungefähr. Je nachdem, ob ich das eine IC noch günstiger finde oder nicht. Wenn nicht, dann ist es wirklich bis fast 200 Euro, was mich das alles an Teilen kostet. Noch zusätzlich. Ja, wäre schön, wenn ihr mir da mal was sagen könntet. Könnt gerne Links schicken. Ich weiß aber nicht, ob die YouTube verschluckt oder ob sie bei mir im Spam-Ordner oder in dem Überprüfen-Ordner ankommt. Ihr könnt es versuchen, ihr könnt aber auch nur den Namen von irgendeinem Hersteller mal irgendwie reinschreiben, dann google ich mir das mal raus. Wäre nett, wenn ihr mir da mal irgendwo helfen könnt, weil das ist mir eindeutig zu teuer. Auch wenn es vielleicht gerechtfertigt wäre, aber es ist mir zu teuer. Gut, dann danke fürs Zugucken und schreibt mal fleißig unten rein.